Da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Leider hat die gestrige zweite Aufnahme, also von dem Spiel gegen den EFC Westen Supermar, nicht wirklich funktioniert. Es ist nur ein Standbild aufgezeichnet worden. Der Ton ist mitgelaufen. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ja, wir werden sehen. Das Spiel, ich habe es ja mein erstes Schicksalsspiel genannt, hat gut funktioniert. Die Taktik ist aufgegangen. Wir haben es geschafft, 3:0 zu gewinnen. Dreimal hat mein Spieler Steve Kaba das Tor erzielt. Der war bisher eigentlich sehr, ja, unauffällig, ist vor der Saison ja von mir verpflichtet worden und sollte eigentlich im Sturm ja, unsere Misere ein bisschen lindern und hatte auch, ich habe es ja schon in dem allerersten Video gesagt, hatte auch eigentlich gute Werte und auch eine gute Chronik, viele Tore schon geschossen. Bis zum Spiel gegen den EFC Westen hat er nur zwei Tore geschossen. Und jetzt lief es wesentlich besser. Hat er nur ein Tor geschossen, Entschuldigung, hat er nur ein Tor geschossen. Jetzt hat er drei Treffer gemacht, also jetzt sieht es schon besser aus. Bin da jetzt sehr zufrieden mit ihm. Er hat auch eine Note von 9,5 bekommen und ist damit in der Mannschaft der Woche gewesen. Übrigens das erste Mal, dass ein Spieler von mir in dieser Saison in die Mannschaft der Woche oder in die Elf der Woche gewählt wurde. Also dadurch haben wir uns jetzt tabellenmäßig ein bisschen rausgespielt, sind jetzt, wie man hier sieht, auf Rang 17 mit 13 Punkten. Der AFC Westen ist jetzt letzter mit 8 Punkten. Die haben auch gleich prompt nach der Niederlage gegen uns ihren Trainer entlassen. Und sind im Moment auf der Suche nach einem neuen Trainer. Interessant ist, dass unser nächster Gegner Chelmsford City, die Tabellen 13. sind, auch im Moment über ihren Trainer diskutieren. Das heißt, der wird auch so gehandelt, dass er wohl bald fliegen könnte. Ich hoffe jetzt, dass es mir und dass mir dieser Sieg ein bisschen Luft wieder verschafft hat und dass wir jetzt wieder ein bisschen konzentrierter arbeiten können. Ja, von der Aufstellung her habe ich zum letzten Spiel, das wir ja leider nicht sehen konnten, ein bisschen was verändert. Ich habe die beiden Verletzten wieder reingenommen. Einmal Stokes, unseren Kapitän, und eben Kapa, unseren Stürmer, sind beide wieder in die Mannschaft gekommen, nachdem sie verletzungsbedingt einige Spiele zusehen mussten. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, für das kommende Spiel irgendwas zu ändern. Die Aufstellung wird die gleiche bleiben und ja, ich hoffe, dass wir zu Hause jetzt endlich auch mal das zeigen können oder konstant diese Leistung zeigen können wie gegen den AFC Westen. Die nächsten Gegner dann wären dann Whitehawk, Boreham und Havant and Waterloo. Das sind alles Mannschaften, die in der Tabelle weit über uns stehen. Hier sehen wir es. Also wird oder ist ein heftiges Programm, wo uns da die nächsten Wochen erwartet. Jetzt spielen wir aber erstmal gegen Chelmsford und hoffen, dass das Ganze jetzt besser läuft. Bisher ein Spiel. Das haben wir gewonnen. Wann auch immer das gewesen ist. Sechs Spieler fallen bei denen aus, also gehe ich mal davon aus, dass wir ganz gute Chancen haben. Keine Veränderung im Kader, also Viererkette, zwei Defensive, zwei zentrale Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Der direkte Vergleich, die Concord Rangers könnten einige Teams überholen und auf den 15. Platz klettern. Chelmsford könnte aber sogar auf Platz 8 klettern. Favorit ist Chelmsford. Hier die Taktik der Gegner. Wir setzen jetzt mal den Ratschlag unseres Co-Trainers um, dass wir Warren Morgan, den gegnerischen Stürmer, hier mit der Nummer 10, dass wir den eng decken. Teamansprache.
Ja, zwei haben sich ein bisschen verbessert, sehen begeistert aus. So mag ich das. Und los geht's. Wie gesagt, es sind nur die Highlight-Szenen eingestellt. Sollte also nicht zu langweilig sein. Meine Mannschaft spielt in Gelb von links nach rechts. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, dass der Druck vom Vorstand jetzt ein bisschen weg ist und wir jetzt gut spielen können und ich so schnell nicht mehr zum Rapport muss. Da ist es. Stokes. Ja, super. Super gemacht. Sein sechstes Saisontor. Kaba war es, der die Vorlage gibt auf Stokes. Ja, es hakelt ein bisschen. Mein Rechner tut sich da ein bisschen schwer. Der Ball ist drinnen und wir führen 1 zu 0. Ein entspanntes Gefühl, das Spiel so zu beobachten. Gelbe Karte für Chelmsford. Von den Noten her, ja. Ja, es ist der Toni Stokes schon wieder verletzt. Super. Der war gerade verletzt. Das ist eigentlich mein wichtigster Spieler, mein Kapitän, mein Mittelfeldregisseur. Hoffe ich mal, dass er sich erholt, wenn wir jetzt vielleicht noch ein zweites Tor machen. Knappe Sache. Dann will ich ihn draußen und schonen. Auch Kaba, der hat einfach keine Kondition. Jetzt auch schon wieder auf 50% herunten. Das ist bei dem permanent so, dass der innerhalb kürzester Zeit mit der Kondition unten ist. Und jetzt haben wir den nächsten Verletzten. Es ist mein defensiver Mittelfeldmann, Alex Woodyard. Ja, unsere taktischen Möglichkeiten sind da jetzt nicht so groß. Ich werde jetzt wieder den Steve King bringen. Der ist im letzten Spiel auch schon eingewechselt worden. Da ging es allerdings mehr um taktische Gründe. King, ja. Eine Vereinsikone, lange Zeit dabei. Hat mich aber bisher in der Innenverteidigung nicht überzeugen können und ist doch schwächer gewesen als Matt Frey. Deswegen ist er auch auf die Bank gekommen, nachdem wir ja einen neuen Innenverteidiger verpflichtet hatten. Collins mit der Befreiung. Collins ja der beste Vorlagengeber der Liga. Mittlerweile die 40. Spielminute. Ja. Taffy. Rückpass zum Tor. Unser Leihspieler Vickers. Im Moment ist er auch gesetzt. Aber Fenwick gerade gehabt. Das war der Neuzugang, der eigentlich King ersetzen sollte. Es nicht ganz so sattelfest, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die gehen ordentlich drauf in der Hintermannschaft. Und Chelmsford, Collins, Cole. Warum ruckelt das heute so? Komisch. Vielleicht ein paar Details doch wieder runternehmen. Patti Piri, das ist mein zweiter Neuzugang, den ich vor der Saison verpflichtet habe. Und Foul. Und Sawyer, der hat schon gelb, ja genau, gelb-rot. Und tschüss. Minuten Nachspielzeit, ja. Jetzt hat sich auch bei Chelmsford einer verletzt. Die Rasenverhältnisse in unserer Liga sind nicht so wirklich gut. Gut, wir sagen jetzt, die Jungs sollen so weitermachen wie bisher. Ist die Frage, was ich jetzt machen soll, den Stokes rausnehmen. Dann hätte ich jetzt schon wieder zwei Auswechslungen. Könnte ich für ihn Mills oder diesen Ogilvie bringen, wobei der mehr ein Linksfüßler ist. Ja,
Downs wäre noch eine Möglichkeit, der ist eigentlich auch neu. Jetzt warten wir trotzdem erst einmal noch die ersten Minuten der zweiten Hälfte ab, ob wir wirklich vielleicht noch das 2:0 machen können und dann einen sicheren Wechsel machen. Wenn man hier das Mikro dran hat, dann denkt man sich manchmal selber, wenn man irgendeinen Text gesprochen hat, wie blöd der eigentlich klingt. Ist interessant. Ich werde versuchen, deutlicher und konzentrierter zu sprechen. Collins, Stokes, da ist er wieder. Marschiert durch. King, der eingewechselt wird. Hier den Ball. Taffy Walker, der kann flank. Da ist es. 2:0. Kappa. Sein sechster Saisontreffer. Sechster Treffer für ihn. Und es steht 2:0. Schön auf die rechte Seite gespielt. Walker mit der Flanke und da löst er sich gut von seinem Gegenspieler. Unhaltbar für den Torwart. Es steht 2:0 für uns. Wir werden jetzt erstmal. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich. Wir werden ein bisschen auf Kontern gehen. Aber ja, die Statistik können wir so auch mal stehen lassen. King. Die Piedi. Frei. Jetzt vorsichtig da hinten, Freunde. Nicht zu sehr rumdribbeln. Walker. Ja, brasilianisch, wie die Jungs das spielen. Brasilianisch in der fünften, nee, in der sechsten Engel. Und faul. 11 Meter. 11 Meter für uns. Das könnte das 3:0 werden. Ich denke mal, Stokes wird schießen. Ist angeschlagen. Es wird natürlich. Und nochmal gelb-rot. Ja, super. Nur noch gegen 9 Spieler. Das flutscht heute. Der hat bisher, glaube ich, 3 Elfmeter geschossen. Davon hat er einen verschossen. Die anderen beiden waren drinnen. Wenn er den jetzt macht oder auch nicht macht, die werden auf jeden Fall auswechseln danach. Ich hoffe, dass seine Verletzung nicht zu schlimm ist. Ja. Die üblichen Psycho-Spielchen. Ja, und das 3:0. Das 3:0. Sein zweiter Treffer heute. Also sehen wir es nochmal. Knallhart in die rechte Ecke vom Torwart ausgeschossen. Jetzt kommt der Wechsel. Ich wechsle also Luke Downs ein. Das ist ein Neuzugang, den ich ja auch vor kurzem erst geholt habe. Er wird für Stokes im Mittelfeld spielen. Den dritten Wechsel, den spare ich mir jetzt noch. Ich habe zwar immer noch auch ein paar. Ich habe immer noch ein paar Spieler, die ein bisschen fertig sind von der Kondition her. Die lassen wir aber drin. So sieht's aus. Und wieder eine Möglichkeit. Jungs auch schon gelb gesehen. Weil die hauen ganz schön rein. 10 Fouls von denen, 3 von unseren Jungs. Der Anschluss 3:1. 71. Spielminute. Das 10. Saisontor von ihm. Sahen wir jetzt hinten wieder nicht so besonders toll aus. Gordon. Romeo,
auch schon gelb. Ja, vier Leute orientieren sich vom Ball weg. Ja. Und das 3:2. Und das 3:2. Keiner ist bei dem Gegenspieler dran. Oder ist bei Morgan dran. Alle sind in der Mitte. Das ist natürlich nicht schön. Wir verteidigen jetzt erstmal. Schauen wir mal, was passiert. Jungs. Und mehr Mann. Spielminute. Spannend, wir werden noch gegen 9 Spieler gewinnen können. Wokka. Ja, das ist es. 4:2, das ist es. Teffi macht das Tor. Vorarbeit. Ja, wieder zweiter Assist für Kaba. Die Flanke und dann nimmt er den Wolle direkt Schuss. Und es steht 4:2. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Lukas hat den Ball. Jawohl. Aus dem Haus. 4:2 Sieg für uns. Ja, es war spannend. Es war sehr spannend. Meine Ansprachen werden auch immer besser. Hier nochmal die Spielanalyse. 4:2 Sieg also für uns. Damit sind wir tabellenmäßig jetzt auf Rang 15 geklettert. Haben jetzt 16 Punkte. James Ford ist 13. mit 18 Punkten. Die anderen Ergebnisse: Eastbourne Borough 5:1 gegen Hayes. Das ist ein Ergebnis. Bath City gegen Farnborough 1:1. Und Basingstoke Town gegen Weston Super mal 2:0. Die bleiben letzter. 8 Punkte. Bromley 8 Punkte. Ja. Jetzt trennen uns doch schon einige Punkte von den Abstiegsplätzen. Hoffen wir natürlich, dass es jetzt. Dass wir diese Form, die wir jetzt im Moment haben, wirklich in die nächsten Spiele mitnehmen können. Hier nochmal die Ergebnisse. Schauen wir nochmal kurz auf die Tabelle. Eastbourne 29 Punkte, die sind schon gut mit dabei. Ebbsfleet, Farnborough, ja. Hier die Statistik, Spielstatistiken. Und wieder sehen wir, dass Tony Stokes mit einer Durchschnittswertung von 7,35 mittlerweile der drittbeste Spieler ist. 7,36 bzw. 7,38 haben die anderen. Auch bei den Toren 7 Treffer. Morgan 10 Treffer. Der hat gegen uns getroffen. Collins hat 8 Vorlagen. Und ist unheimlich fleißig. 175 Kilometer ist er gelaufen. Ja, da kann man nicht klagen. Okay, das soll es jetzt erstmal hier gewesen sein von dem Spiel.